Ja, hallo. Heute fahren wir mal wieder eine Radtour. Wir wollen diesmal den äußeren Grünen Ring von Leipzig fahren. Das ist jetzt für uns vor allen Dingen auch eine Übung, weil wir demnächst die Elbe-Radtour fahren wollen. Jetzt mal mit mehr Gepäck. Und jetzt packen wir erstmal noch, beladen unsere Fahrräder und dann treffen wir uns gleich noch mit einem guten Freund von uns, dem Christian. Und dann legen wir los. Wir stehen jetzt hier an der Straßenecke, an der Zwei-Nauendorfer Straße, warten jetzt hier noch auf den Christian und werden dann als erstes erstmal auf der Zwei-Nauendorfer Straße ungefähr 50 Kilometer stadtauswärts fahren nach Albrechtsheim und dort dann auf den Grünen Ring stoßen, der einmal Leipzig umrundet. Die Rundtour ist insgesamt 135 Kilometer lang. Wir kommen dann also auf etwas mehr als 150 Kilometer in den 2 Tagen, die wir jetzt uns dafür vorgenommen haben. Jeweils mit Hin- und Rückfahrt erstmal nach draußen. Genau, und dann wollen wir heute ungefähr die Hälfte des Rings schaffen. Mal schauen, ob da noch zum Campingplatz zu. Aber jetzt geht's erstmal nach Albrechtsheim. So, hier am wunderschönen Albrechtshainer See erreichen wir jetzt den äußeren Grünen Ring und fahren jetzt gegen den Uhrzeigersinn, also erstmal nach Norden, Nordwesten heute, Richtung Zwenfort. Es geht jetzt erstmal so ja, weiter dann über Taucha, zum Großteil entlang der Parthe-Mulderath-Route. Also wir werden auch den Fluss Parthe hier heute immer mal begleiten auf den ersten Kilometern. Wir sind jetzt kurz hinter Zwenfurt auf einem schönen Radweg an einer Allee mit großen Pappeln und haben die ersten 20 Kilometer voll und werden jetzt hier mal eine kleine Pause schon mal machen. Mal ein Häppchen essen, es geht jetzt auf die Mittagszeit zu.
So, nach ca. 30 weiteren Kilometern haben wir jetzt den Schladitzer See erreicht. Hinter mir sieht man jetzt die Schladitzer Bucht. Und wir sind jetzt hier am Strandabschnitt von Wolteritz. Also einen kleinen Umweg, einen kleinen Abzweig vom Grünen Ring gefahren. Weil hier da drüben kostet der Strand Eintritt. Da muss man 1,50 bezahlen, wenn man an den Strand will. Hier kann man einfach so rangehen. Das war jetzt nochmal 4 Kilometer um den See rum quasi. Machen wir hier noch einen kleinen Schlenker. Ja, wir haben jetzt den nördlichen Teil der Runde schon fast vollständig. Wir sind am BMW-Werk vorbeigefahren, wie man hier gesehen hat. Und hinter Taucher dann eben. Und dann eben durch Schladitz hier an den See. Und jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Pause. Wir haben es jetzt geht auf 14 Uhr zu, also noch mitten am Tag. Wir werden jetzt hier ein bisschen Pause machen und anschließend dann über Haina, Radefeld, Schgeuditz die heutige Etappe beenden, die uns heute bis Klein-Liebenau führen soll. Nach einer relativ strapaziösen Etappe von 15 Kilometern, immer konstant im Gegenwind, auch einige Steigungen an Landstraßen im Leipziger Nordwesten, an den Industriegebieten von DHL und von Porsche entlang, haben wir jetzt Schgeuditz erreicht. Christian und Sabine stehen gerade hier in der Schlange vom Eiscafé, um sich ein wohlverdientes Eis zu genehmigen. Und wir haben jetzt noch, so etwa 10, vielleicht 15 Kilometer bis Klein-Liebenau, wo die nächsten Kilometer aber auch eher durch den Wald gehen und auch wieder jetzt mit hoffentlich Rückenwind, wenn er nicht gedreht hat, sodass wir jetzt hoffentlich bald unser Ziel für heute erreicht haben. Wir haben es jetzt ungefähr 16 Uhr, also passt dann auch gut mit dem Ankommen auf den Zeltplatz.
Ja, hallo. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Wir haben zumindest wahrscheinlich die Hälfte des äußeren grünen Rings um Leipzig sind da rumgekommen. Wir sind jetzt etwa 76 Kilometer gefahren, hatten noch einen kleinen Schlenker am Schladitzer See, wo wir halt, wie ihr schon gesehen habt, ja gebadet sind, sind jetzt hier auf dem Zeltplatz. Es ist 5:30, wir sind also relativ gut vorangekommen, hatten jetzt ein paar Schwierigkeiten mit einem Gegenwind und ein paar Kopfsteinpflastern, ansonsten war es eigentlich ganz schön und haben das Ziel auch gut erreicht und jetzt werden wir gleich noch baden gehen, haben das Zelt jetzt auch schon aufgebaut und dann uns noch schön abholen.